Jede Bauernfamilie hat unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Vorlieben. Die Schweizer Landwirtschaft wird auch in 20 Jahren einen wichtigen und systemrelevanten Sektor in der Schweiz sein. Bäuerinnen und Bauern, die werden Unternehmer sein. Sie müssen sich an den Bedürfnissen der Konsumenten orientieren. Bäuerinnen und Bauern, sie werden produktiv sein. Sie werden den technischen Fortschritt und auch die Digitalisierung konsequent nutzen, um sich zu verbessern. Bäuerinnen und Bauern werden enkeltauglich produzieren. Sie werden Sorge haben zur Umwelt. Und Bäuerinnen und Bauern werden zusammen mit den übrigen Akteuren der Wertschöpfungskette noch mehr Verantwortung übernehmen für eine gesunde, aber auch für eine reichhaltige und umweltfreundliche Ernährung. Mit der Agrarpolitik tut das Parlament, der Bundesrat, aber auch die Verwaltung mithelfen, Rahmenbedingungen und Grundlagen zu legen, damit sich unsere Landwirtschaft erfolgreich weiterentwickeln kann. Da gibt es verschiedene Massnahmen dazu. Wir tun zum Beispiel in die Forschung, Bildung, die Weiterbildung investieren. Wir tun mit Produktionsgrundlagen helfen, in die Ställe investieren oder auch moderne Meliorationen helfen, planen und umsetzen. Und mit den Direktzahlungen tut sie natürlich auch die Landwirtschaft mit unterstützen, dass sie ökologisch und tierfreundlich produziert. Aber sie hilft auch mit diesen Geldern, dass man unter diesen topografisch schweren Bedingungen, die wir haben, im Berggebiet, trotzdem rentabel Nahrungsmittel produzieren kann. Es gibt hier sicher kein Standardrezept, weil jede Bauernfamilie hat unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Vorlieben. Auch die Betriebe sind ganz verschiedentlich aufgestellt. Schlussendlich liegt es der Bauern, die Familie selber entscheiden zu treffen, den Betrieb zu analysieren und so die richtige Richtung für ihren Betrieb zu finden. Aber vielleicht trotzdem zwei, drei Grundsätze. Ich finde wichtig, dass die junge Betriebsleiterfamilie in die Weiterbildung und in die Ausbildung investiert. Der zweite Punkt ist sicher, dass sie offen und neugierig sind und flexibel. Der technische Fortschritt, der tut sich auch stetig weiterentwickeln. Und wenn jemand das gezielt weiss, wie man Digitalisierung und den technischen Fortschritt nutzt, tut man sicher eine gute Grundlage legen für einen eigenen Betrieb.